Jo, meine Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute einen schönen ELW. Und was soll ich dazu sagen? Den kennt ihr bereits und es gibt diesen schönen ELW heute auch zum Download. Download-Links stehen natürlich wieder in der Videobeschreibung und ich fahr mal. Lol, man kann durch die Schilder fahren. Cool. So, ich fahre auf jeden Fall erstmal hier eine kleine Runde über das Feld, weil über die Straße ist natürlich langweilig und es können ja auch mal Waldbrände passieren. Da kann man ja auch mal übers Feld fahren. Oder? Ne, Waldwege. So, auf jeden Fall geht es jetzt hier schön bergauf mit LED-Blaulicht. Und hier sehen wir natürlich wieder die Frontblitzer und das Fahrzeug fährt mit den 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 km/h auf den Berg rauf. Und da machen wir jetzt erstmal das Martinshorn an. Wow, da ist ein Dorf und eine Burg, das ist cool. So, erstmal Presslufthorn. Auf H, wie Presslufthorn. Und dann auf J, das E-Horn. Ich finde, das Fahrzeug ist auch ziemlich cool und damit kann man auf jeden Fall sehr viel Spaß haben. Und es sieht auch noch schön aus, außer diese Striche hier auf der Windschutzscheibe. Frag mich nicht, was da passiert ist. Bestimmt ein Skinfehler, aber das Fahrzeug, das kannten wir bereits mit diesem Skinfehler, deswegen kann man das, glaube ich, auch nicht beheben. Müssen wir mal gucken, ne? Auf jeden Fall, wenn euch das Fahrzeug gefällt, lasst mal einen Daumen nach oben da. Und ich habe aktuell auch ein schönes Fahrzeug in Planung, welches ihr noch nicht gesehen habt und welches es auch noch nicht im LS gab. Von daher seid gespannt und dafür würde ich auch noch extra 15 Daumen nach oben geben. Okay. Pro Video? Nee. In diesem Video. Könnte man machen. Und dann werdet ihr auf jeden Fall auch noch Informationen zu diesem Fahrzeug erhalten. Und wenn es fertig ist, kommt es bei genügend Daumen nach oben und Aufrufen und Likes. Und das ist doch Daumen nach oben. Benny, wie doof bist du eigentlich? Auf jeden Fall wird das Fahrzeug dann auch noch zum Download kommen. Und das werden wir dann in den nächsten Tagen sehen. Und bis dahin wünsche ich euch eine gute Nacht. Ich sollte, glaube ich, sehr viel weniger irgendwelche Aktivitäten machen, damit ich nicht so einen Blödsinn laber. Aber das kann ja unterhaltsam sein. Von daher würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut. Ciao.